Ja, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Vlog zu 1 Million Euro. Und diesmal geht es, wie so üblich, auch nicht um irgendwelche finanziellen Sachen, sondern mal wieder um vielleicht ganz ein schönes, entspanntes Thema diesmal. Und zwar hatten wir jetzt neulich einen Urlaub gemacht, auch schon wieder ein bisschen her, so einen Monat. Aber genau, da waren wir unterwegs. Wir sind diesmal tatsächlich nach Island gekommen, um da viele Naturspektakel anzuschauen und dann ja, halt einfach Urlaub machen, komplett sozusagen das Leben hinter einem lassen und dann ja, neue Sachen kennenlernen und so. Das war richtig schön und cool. Genau, also wir hatten da wieder so einen Austausch gemacht. Die Plattform heißt Home Exchange. Darüber kann man eben sein eigenes Haus oder Wohnung ja, sozusagen tauschen mit irgendeiner anderen Wohnung oder Haus, wo halt irgendeine andere Person wohnt. Und dann tut man halt zu demselben Zeitraum zu der jeweils anderen Haus üblicherweise hinfahren. Und dann wohnt man halt in dem Haus von denen und die Familie wohnt im Haus von einem selber. Und dann spart man sich den größten Kostenpunkt bei Urlauben, die Übernachtung. Genau. Und halt auch Wasser, Strom, Internet ist ja sowieso Müll, alles da. Genau. Man muss halt dann noch einkaufen. Dann muss man schauen, wie man durch die Gegend kommt. In Island war das jetzt mit dem Mietauto eigentlich nur möglich. Aber ansonsten halt auch mit dem Zug oder zu Fuß, vielleicht auch mit dem Fahrrad oder so. Ja. Dann halt noch die Zugfahrt hin und zurück oder Flug oder Autofahrt oder Fähre oder so. Und ja, dann waren das so grob schon die Kosten sozusagen, die man dafür hatte. Genau, bei uns waren das jetzt für 2 Wochen Islandurlaub so grob 1000 Euro, glaube ich, mit Flug. Ist es auf jeden Fall gewesen. Also an sich die Essens- und Mietauto- und Tankkosten und sonstige Ausgaben, also Museen, Sehenswürdigkeiten und sonstige Sachen, was man gemacht hat, hat sich auf 450 Euro pro belaufen. Ja, weil ja, wir halt das so, also pro Person, weil wir es halt so günstig hinbekommen haben. Genau, das Haus haben wir getauscht, war ein richtig großes Haus direkt am Meer, auch wenn man da nicht baden konnte. Und war eigentlich ganz, ganz cool. Genau, dann an sich sind wir nach Island gefahren, um dort Polarlichter zu sehen. Das war das Ziel Nummer 1. Das haben wir gleich in der ersten Nacht verwirklichen können. Und zwar gab es halt so ein bisschen was Polarlichter, also laut der App natürlich. Dann haben wir halt rausgeschaut und so ein bisschen geschaut, wo man was sieht und so. Haben dann da so ein bisschen was am Anfang gesehen, standen wir dann eine halbe Stunde in der eisigen Kälte und windig war es auch. Und dann haben wir aber mehr gesehen und auch so richtig grüne Striche, also nicht so tiefgrün, aber hat man schon deutlich erkennen können. Genau, und dann sind wir halt dann ins Bett sozusagen. Hätte ich für den Tag. Diesen Tag haben wir ein bisschen entspannter gemacht. Dann war das nächste große Ziel, Wale zu sehen. Das haben wir auch 1A geschafft. Haben dann so eine Whale-Watching-Tour gemacht und sind dann halt in so einen Fjord reingefahren. Und da haben wir die Wale halt direkt neben dem Boot gesehen. Also kamen so 5 Meter, was? 3 Meter neben dem Boot waren die Wale. Buckelwale waren, das war richtig krass und imposant zu sehen. Einfach unglaublich. Genau, dann waren wir natürlich dann am Ende noch viel wandern. Waren dann auch zu einer heißen Quelle, so einem heißen Fluss gefahren, der halt einfach so warm ist, also Badewannenwasser sozusagen. Und dann konntest du halt einfach die reinlegen und dann in der Wärme so entspannen und dann nachher wird die halt auch immer schön warm. Und dann konntest du dich da auch nachher ganz entspannt umziehen. Beim Reingehen war es ein bisschen kälter. Und dann ja, bist du halt wieder runtergewandert. War eigentlich ganz cool. Dann haben wir natürlich noch den Geysir
oder die Geysire gesehen, also an sich die Stadt oder den Hauptnamensgeber von Geysir da in Island. Und dann daneben halt der Geysir, der noch aktiv ausbricht, so alle 5 Minuten. Das war auch richtig cool zu sehen, mal so. Und war auch eigentlich ganz gut groß, so 20 Meter. Genau. Ansonsten, ja, sind wir viel gewandert, haben schöne Natur gesehen, Natursachen, unglaublich verrückte Und ja, dann waren 2 Wochen lange und auch wieder kurz, waren da vorbei. Und dann, ja, sind wir wieder zurück und haben halt mit unserem Alltag weitergemacht. Genau. Das war einfach ein schöner Urlaub halt, wie es halt so ist. Genau. Dann an sich, sozusagen finanziellen Aspekt, habe ich ja schon gesagt, das relativ günstig war, dass wir da günstig hinkamen. Genau. Ja, an sich Island kennenlernen war auch interessant, war krass einfach. Man stellt sich das gar nicht immer so vor. Also an sich ist es halt einfach so Graslandschaft größtenteils, ein paar kleine Bäume sind da. Aber ansonsten schaut es halt auch schon so ein bisschen trostlos aus. Die Vulkangesteine oder Felsen sind natürlich auch überall. Und ja, ist einfach verrückt sozusagen, was man alles so sieht, sehen kann. Und ja, so ein anderes Ziel wäre noch gewesen, Lava zu sehen. Das haben wir nicht geschafft. Da war sozusagen zurzeit kein Vulkan so aktiv, dass wir uns jetzt sehen können. Und natürlich ist es auch einfach gefährlich oder dämlich, da direkt an den Vulkan zu gehen, der Lava aktiv ausstößt. Genau. Ansonsten haben wir auch noch einen Isländer, also meine Schwester, die kannte einen Isländer. Und also vom Studium her mit dem sind wir dann auch wandern gegangen, der hat viel erzählt so zu Island, den Sagen und Geschichten und so, wie Island so ist, die Mentalität von den Menschen, ja, was sie halt so alles machen, also vielleicht sozusagen, was sie sonst noch, ja, halt wie Isländer so sich dann gewöhnen und auch die Geschichte von Island, wusste auch richtig viel Bescheid, konnte dann auch viel dazu erzählen. Es war auf jeden Fall ganz spannend zu hören. Halt so dann vor Ort von einem, ja, der sich halt da auskennt und ja, das halt ja aus erster Hand so erzählen kann, weil sonst liest man ja nur was oder hört was, aber so richtig weiß man nicht Bescheid. Genau. Und dann hat man natürlich noch die Hauptstadt Reykjavik angeschaut. Genau, das war eigentlich auch ganz interessant zu sehen, also an sich die Kirche, auf den Bildern zumindest, online so sieht die ziemlich krass aus. Vor Ort ist es dann nicht mehr so imposant, da ist es dann, ja, okay, also es schaut irgendwie nicht so monumental aus, wie auf den Fotos immer. Genau, ansonsten gab es natürlich auch richtig viele spannende Gebäude da in Island, die neu gebaut wurden und auch richtig, ja, interessante Architektur haben. Genau, das war eigentlich auch noch ganz schön anzuschauen, zu sehen so. Ansonsten war es auch ziemlich erstaunlich, dass sie sich also gar nicht so krasse Wärmedämmung hatten wie wir in Deutschland hier, weil die ja durch die Geothermie relativ günstige Heizung bekommen sozusagen, tun die halt einfach verheizen und gar nicht so dicke Wände, dicke Fenster und so einbauen, sondern halt nur so. Also eine akzeptable Wärmedämmung mache ich, würde man so sagen, so grob wie in den USA. Vielleicht ein bisschen mehr. Und dann passt es halt, passt schon so irgendwie. Ja, das ist relativ interessant. Ansonsten ist natürlich auch so krasse Dinge einfach, dass einfach nur so 350.000 Menschen wohnen und ein Drittel davon wohnt in Reykjavik und der Rest auf der Insel verteilt da. Das ist natürlich auch irgendwie verrückt. Wenn man es sich mal so vorstellt.
weil das ja bei uns hier in Deutschland ganz, 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 ganz anders ist. Und auch in anderen Ländern ist es auch anders da. Da ist es auch nicht so extrem oder so komisch. Ja, war einfach interessanter, toller Urlaub. Und ja, das gehört ja sozusagen auch dazu zum täglichen Leben. Ja, was man so macht, wie viel Geld man ausgibt, natürlich hier bei unserem wichtigen Finanzkanal. Genau, ansonsten würde ich mal sagen, was ist wieder für die Woche? Ihr könnt wie immer gerne in den Kommentaren eure Urlaubsberichte reinschreiben, sonstige Sachen, über was ich mal erzählen soll oder so. Dann natürlich den Kanal liken und abonnieren. Und ansonsten bis nächste Woche.